Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier zur Ringvorlesung der Universität Göttingen und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen begrüßen darf. Schön, dass Sie da sind. Die zentrale Ringvorlesung widmet sich ja jeweils einem gesellschaftlich relevanten bis brisanten Thema und fragt, was sagt die Wissenschaft und insbesondere die Göttinger Forschung dazu? So auch in diesem Sommersemester. Da es in der Vergangenheit immer wieder rechtsextreme Schmierereien und Symbole an Universitätsgebäuden gab, soll auch hier geschaut werden, was weiß Wissenschaft dazu? Welches Wissen trägt die Praxis bei? Wie ist die Lage in Göttingen und Umgebung? Und so trägt diese Ringvorlesung den Titel »Die extreme Rechte, Bedrohungen und Gegenstrategien«, und sie liegt im Schnittbereich von Wissenschaft und demokratischer Zivilgesellschaft. Zu den Schmierereien, den expliziten Drohungen und Verunglimpfungen gegen Angehörige, gegen Mitglieder, gegen Einrichtungen der Universität hat sich schon das damalige Präsidium Ende 2019 klar positioniert. Und in dem entsprechenden Beschluss dazu heißt es, ich zitiere, die Universität Göttingen verurteilt die wiederholten Angriffe auf ihre Werte in Form positiver Bezugnahmen auf rechtsterroristische Gewalttaten, den Nationalsozialismus und seine Symboliken, sowie Bedrohungen gegen ihre Mitglieder und Angehörige aufs Schärfste. Die Freiheit der Wissenschaft ist für die Universität Göttingen ein hohes Gut. Die Infragestellung dieses Gutes durch Populismus, Nationalismus und neue Formen aggressiver Zuspitzung beobachtet sie mit Sorge und ruft alle ihre Angehörigen und Mitglieder dazu auf, für eine demokratische Kultur, Menschenrechte und Antidiskriminierung einzutreten. Genau hierzu möchte die Vorlesung etwas beitragen. Vor diesem Hintergrund wird die Vorlesung organisiert von einem breiten Organisationsteam, in dem sich Lehrende, Studierende, Personen aus der Verwaltung und Administration zusammengefunden haben. Und deshalb werden Sie hier auch in der Moderation heute und im Laufe des Semesters verschiedene Gesichter auch in der Moderation sehen. Und seitens des Organisationsteams, für das heute ich sprechen darf, möchten wir danken den beiden Präsidien der Akademie und der Universität für die Möglichkeit, diese Ringvorlesung durchzuführen in diesem Sommersemester. Wir möchten danken der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die diese Ringvorlesung ja seit Jahren unterstützt, überhaupt erst möglich macht und nun sogar auch unter Corona-Bedingungen technisch ermöglicht. Und ohne Finanzen geht es nicht. Deshalb danken wir besonders auch dem Universitätsbund Göttingen und den SQM-Gremien. Beide zusammen haben die Finanzierung dieser Ringvorlesung ermöglicht. Und nun schauen wir auf unser heutiges Programm. Frau Dr. Katharina Trittel wird mit ihrem Vortrag die Ringvorlesung und das Thema für uns eröffnen. Danach diskutieren wir auf dem Podium und danach mit Ihnen. Wir beantworten gerne wesentliche Fragen, die Sie im Chat stellen können, in der letzten Viertelstunde heute. Und wir bitten um Nachsicht, dies jetzt schon, wenn wir vielleicht nicht alle Fragen in der Kürze der Zeit beantworten können. Frau Dr. Trittel, auf deren Vortrag wir uns jetzt freuen, kennt sich im Thema bestens aus. Denn seit 2016 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Rechtsradikalismus an der Forschungs- und Dokumentationsstelle zur Analyse politischer und religiöser Extremismen in Niedersachsen, vielen bekannter unter dem Kurzwort FODEX, am Institut für Demokratieforschung, wo sie auch schon fast 10 Jahre tätig ist. Auch ist sie Chefredakteurin der Zeitschrift Demokratie Dialog und sie forscht, sie lehrt und sie publiziert zu Themen wie Rechtsradikalismus, Pegida, zur Protestforschung und zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, hier insbesondere zur Zeit des Nationalsozialismus, der Elitenkontinuität und zur Erinnerungskultur. Für ihr heutiges Vortragsthema ist besonders einschlägig
der Band mit dem Titel Rechtsradikalismus in Niedersachsen, den sie mit Florian Finkbein und Lars Geiges zusammen verfasst hat. Darin geht sie anhand lokaler Fallstudien zusammen mit ihren Mitautoren der Frage nach Wechselwirkungen nach, den Wechselwirkungen zwischen rechtsradikalen Phänomenen und lokalkultureller Mehrheitsgesellschaft. Liebe Frau Trippel, wir freuen uns sehr, dass Sie uns nun Einblick gewähren in den Zusammenhang von Rechtsradikalismus in der politischen Kultur Niedersachsens. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich mache die Technik so, dass es passt und Sie jetzt hoffentlich die Bildschirmpräsentation sehen können. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Busch, für die freundliche Vorstellung und überhaupt für die Möglichkeit, heute diesen Eröffnungsvortrag halten zu dürfen. In der Vorbereitung stellte sich die Frage, was soll ein Eröffnungsvortrag idealerweise leisten? Er soll neugierig machen, er soll Interesse für das Thema wecken, er soll seine unterschiedlichen Facetten auffächern, aber auch punktuell irritieren und zum Weiterdenken anregen. Da es in den nächsten Wochen ja zu vielen einzelnen Aspekten des Themas extreme Rechte, Bedrohungen und Gegenstrategien jeweils Vorträge geben wird, werde ich mich in den kommenden 35 Minuten nicht an einer Rundumerklärung des Phänomens versuchen, die ohnehin zum Scheitern verurteilt wäre, sondern mich auf einige Kernbeobachtungen konzentrieren, die Bandbreite des Themas in vier Thesen verdichten, um idealerweise die Maximen dieser Vorrede einzulösen. Blickt man nämlich auf Niedersachsen und auf den historischen Nährboden des Rechtsradikalismus, auf den Professor Schumann in zwei Wochen sicher noch genauer eingehen wird, dann zeigen sich direkt mehrere Besonderheiten. Denn gerade aus Niedersachsen kommen, und das ist vielen oftmals gar nicht so präsent, nahezu alle prominenten rechtsradikalen Nachkriegsparteien. So sind die Sozialistische Reichspartei, die Deutsche Partei, die man allerdings auch als nationalkonservativ einschätzen kann, die NPD, und auch die Jugendorganisation Wikingjugend, alle hier in Niedersachsen gegründet worden. Und deshalb sprach auch die Historikerin Helga Grebing von Niedersachsen als dem Stammland des Nachkriegsrechtsradikalismus. Die hier aufgeführten Wahlerfolge rechter Parteien im Zeitverlauf verleihen ihrer Diagnose Nachdruck, sodass sich dieser Befund in folgender These verdichten lässt. Die radikale Rechte kommt vor allem in Niedersachsen nicht aus dem Nichts, und ist auch hinsichtlich ihrer Bestehenszeit keine neue Rechte, sondern eine historisch gewachsene, die sich in unterschiedlichen Formen zeigt. Zur Unterfütterung dieser These stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum bot ausgerechnet Niedersachsen einen günstigen Nährboden für rechtsradikale Parteien nach 45? Weil sich hier gleich mehrere gesellschaftliche Entwicklungen und lokalkulturelle Aspekte überlagerten, die sich in fünf Merkmalen kombinieren lassen. Es gab in Niedersachsen, wie eigentlich fast überall, keine konsequente Entnazifizierung. Das heißt, die alten Kämpfer kehrten sehr rasch zurück in die Politik. Zudem kämpfte das Land mit mangelnden Strukturreformen und sozialen Krisen. Damit einherging auch eine verschärfte Wohnungsnot und Hungerkrisen. Zudem, und das liegt daran, dass Niedersachsen ein Grenzland ist, hat es mit einer hohen Anzahl an Flüchtlingen und Heimatvertriebenen zu tun. Und auch aus dieser Grenzlandlage resultierend war der Antikommunismus hier besonders stark. Fünftens fand die Blut- und Bodenideologie im Agrarland Niedersachsen eine besondere Resonanz. Ein weiterer erklärender Faktor für Rechtsradikalismus als Phänomen der politischen Kultur sind Milieus. Im heutigen Niedersachsen finden wir seit dem 19. Jahrhundert grob vier Milieuausprägungen, die Sie hier auf der Karte sehen können, die den Rechtsradikalismus entweder hemmen oder zum Teil auch bedingen können. Der Nordwesten Niedersachsens war klassisch liberal, der Westen katholisch-konservativ geprägt. Während die nordöstliche Region auf eine lange welfisch-protestantische Tradition zurückblickt, sammelt sich in den Industriegebieten im östlichen Teil das sozialistische Milieu. Und anhand dieser Milieus lassen sich natürlich grob schematisierend auch drei lokale Verdichtungsräume des Rechtsradikalismus identifizieren, die Sie hier auf der Karte eingekreist sehen. Erstens war der organisierte Rechtsradikalismus besonders in ländlich-agrarischen Gebieten mit welfischer Tradition stark. Zweitens auch in einzelnen Industrieregionen im östlichen Niedersachsen, etwa Wolfsburg oder Salzgitter.
Und drittens, gerade auch in liberalen Traditionsgebieten, beispielsweise in Wilhelmshaven oder Göttingen statt. Diese Milieus können aber auch andererseits eine hemmende Wirkung haben. So waren die katholischen Milieus schon immer am resistentesten gegen rechtsradikale Parteien. Schlechte Chancen hatten diese auch in Gebieten mit sozialdemokratischer Prägung. Und als Faustregel gilt vielleicht, je in sich homogener und abgeschlossener die Teilmilieus waren, desto schwieriger war die Verankerung für eine rechtsradikale Partei. Hinzu kommen als hemmende Faktoren jenseits der Milieus, dass sich auf Parteiebene zum einen oftmals die direkte Konkurrenzsituation der rechten Parteien untereinander negativ auf sie auswirkte, weil sie die gleichen Stammlande und zum Teil auch die gleiche soziale Basis teilten, ebenso wie die Konkurrenz mit Parteien aus dem Bürgerblock, die dann auch zunehmend und gezielt ehemalige NSDAP-Mitglieder integrierten. Da ist besonders die Rolle der FDP interessant, die man ja anfangs durchaus als rechtsradikale Partei einstufen kann. Natürlich taten auch gesellschaftliche Entwicklungen ihr Übriges, wie etwa die soziale Befriedung durch das sogenannte Wirtschaftswunder oder auch die Etablierung der CDU im Rahmen der sogenannten verzögerten Normalisierung. Verzögerte Normalisierung deswegen, weil die traditionellen Milieu- und Regionalparteien hier in Niedersachsen sehr stark waren und deswegen die großen Parteien wie die SPD und die CDU zunächst keine geerbten Mehrheiten vorfinden konnten. Insbesondere die CDU konnte sich also erst nach der Überwindung der widersprüchlichen regionalen Politiktraditionen in Niedersachsen durchsetzen. Und dieser bürgerliche Sammlungsprozess trug dann auch entscheidend dazu bei, dass der organisierte Rechtsradikalismus seit Mitte der 50er Jahre seine parteipolitische Ausformung stetig eingebüßt hat. Aber was kam nach den Parteien? Ich würde an dieser Stelle gerne auf den Titel meines Vortrages zurückkommen, Rechtsradikalismus in der politischen Kultur Niedersachsens. Die Perspektive, die das Projekt einnimmt, in dem ich arbeite, das hatte Herr Busch ja schon gesagt, und auf dessen Ergebnisse ich mich im Wesentlichen auch beziehen werde, FODEX, versucht eine Analyse des Rechtsradikalismus über den Zugang der politischen Kulturforschung zu leisten. Dieser Zugang hilft uns nämlich dabei, historisch-politischen Widersprüchen näher zu kommen, die auch den Bezugspunkt meines Vortrages bilden und anhand derer ich zu meiner nächsten These überleiten möchte. Denn Rechtsradikalismus lässt sich in Anlehnung an Peter Dudek und Hans-Gerd Jaschke als Problem der politischen Kultur begreifen. Diese Behauptung macht allerdings ein paar Begriffserklärungen erforderlich. Die Perspektive der politischen Kulturforschung ermöglicht es nämlich, wie ich gleich zeigen werde, nicht nur auf die vermeintlich extremen Akteure außerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu fokussieren, sondern auch Wechselwirkungen mit der Gesellschaft und lokale Faktoren, ich werde ja schwerpunktmäßig auf Niedersachsen blicken, zu berücksichtigen und somit nicht nur einen Blick auf die anderen, die oftmals so titulierten Demokratiefeinde zu werfen, sondern auch auf die Gesellschaft, also auf uns. Dies erscheint insbesondere dann geboten, wenn man sich der Diagnose des Politikwissenschaftlers Kars Müde anschließt, der vor allem in Bezug auf Parteien davon ausgeht, dass die äußerste Rechte und der radikale Rechtspopulismus im 21. Jahrhundert den Mainstream-Bereich erreicht haben und zur Normalität werden. Ich verstehe im Folgenden politische Kultur als historisch entstandenen und politisch gemachten und daher auch stets umkämpften Austragungsort für Politik. Sie ist die Untergrundfolie für politische Entwicklung, die allerdings gerade in lokalen Kontexten oftmals auch im Verborgenen wirkt. Sie prägt also in einer gewissen Weise die Akteure, doch natürlich wirken diese auch auf sie zurück, wie wir für Niedersachsen noch sehen werden. Ich spreche von Rechtsradikalismus und verwende nicht den Begriff extreme Rechte, da ich weniger auf die organisierten Akteure abstelle, sondern vielmehr Rechtsradikalismus als Teil und Ausdruck politischer Bewusstseinsformen beschreiben möchte, als historisch-kulturelles Ensemble von politischen Einstellungen, Mentalitäten und Gesinnungen. Begreift man Rechtsradikalismus als Problem der politischen Kultur, fragt also nach dem Zusammenhang mit der Mehrheitsgesellschaft und weniger nach Tätern oder einem Gefährdungspotenzial, dann weitet sich auch die Perspektive. Dann werden politische Dissidenz und Radikalismus auch nicht als Kehrseite der Demokratie gedacht, sondern als deren Begleiterscheinung, als Ausdruck gesellschaftlicher Transformationsvorgänge. Denn politischer Streit ist ja elementarer Bestandteil demokratischer Aushandlungsprozesse.
Lassen Sie mich jetzt ganz kurz einen Abriss über den Formwandel des Rechtsradikalismus in Niedersachsen anschließen, den ich mich bemüht habe, in einem Zeitstrahl zu visualisieren, um ein bisschen Übersichtlichkeit zu schaffen, aber auch um die Heterogenität der Akteure jenseits der Parteiförmigkeit abzubilden. Ich folge dabei dem Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch in seiner Einschätzung, dass rechte Akteure stets in Mobilisierungswellen Aufmerksamkeit erfahren. Der soeben schon geschilderte Prozess, dass regionale Politiktraditionen in Niedersachsen im Zuge der verzögerten Normalisierung aufweichten, ist der Beginn eines Prozesses, der in den 60er Jahren in der NPD als Versuch einer nationalen Sammlung mündet, die sich auch nicht zufällig 1964 in Hannover aus dem Reservoir der Deutschen Reichspartei um Adolf von Thadden gründete. Nach der verlorenen Bundestagswahl 1969 entfaltete sich dann eine antiparlamentarische Stoßrichtung und wir beobachten eine zunehmende Radikalisierung. Grundsätzlich befand sich das rechte Lager nach 68 in einer Krise, die sich nicht nur an der NPD zeigt, sondern auch daran, dass der Wertewandel, den wir oftmals unter der Chiffre 68 fassen, Milieustrukturen weiter erodieren ließ. Und gerade hierdurch verlor der organisierte Rechtsradikalismus alter Prägung seine gesellschaftlichen Grundlagen. Das Spektrum brach infolge in Subkulturen auseinander und es vollzog sich auch ein Generationenwechsel. Der deutsche Rechtsradikalismus wandelte also nachdrücklich seine Erscheinungsform. Und er wurde zunehmend militanter, was sich auch an dem fließenden Übergang zwischen Wehrsportgruppen und Rechtsterrorismus zeigt. Die bereits erwähnte, Ende der 50er Jahre in Niedersachsen gegründete Wikingjugend, die damals größte rechtsradikale Jugendorganisation, die dann 1994 verboten wurde, pflegte zum Beispiel enge Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann, die an terroristischen Akten beteiligt war und die, und das ist stilbildend, Gewalt als politisches und kommunikatives Mittel einsetzte. In diesem Zerfaserungsprozess der 70er Jahre ist ein Akteur für Niedersachsen ganz zentral, das ist Michael Kühnen. Die nach ihm benannte Kühnen-Bewegung markiert einen grundlegenden Taktik-, Führungs- und Generationenwechsel im organisierten Rechtsradikalismus. Seine Gruppe provozierte gern mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, mit denen er auch Jugendliche an sich binden konnte. Zudem lässt sich bei ihm bereits ein Verstärkereffekt durch die Medien beobachten, wie ihn sich heute vor allem die identitäre Bewegung auch zunutze macht. Die frühen 80er Jahre lassen sich als Orientierungs- und Findungsphase beschreiben, als Inkubationszeit. Nachdem auch die Gruppe um Kühnen verboten worden war, avancierten vor allem Kameradschaften zur dominierenden Form. Der Zulauf zu diesen informalisierten Strukturen nahm Mitte der 90er noch einmal zu, als auch die FAP, die Freiheitlich Deutsche Arbeiterpartei, nach Vereinsrecht verboten worden war. Allerdings blieb die Kaderstruktur dieser Partei auch nach ihrem Verbot weitgehend intakt und kann zumindest teilweise zum Umfeld des NSU gezählt werden. Niedersachsen war ein regionales Zentrum der FAP. Das lag vor allem an dem Landesvorsitzenden Karl Polacek, der in Mackenrode hier in der Nähe wohnte und erst nachdem Jugendliche, die bei ihm gewohnt hatten, 1990 in Göttingen einen Bundeswehrsoldaten ermordet hatten, wurde er schließlich nach Österreich ausgewiesen. Sein politischer Ziehsohn Thorsten Heise folgte als Landesvorsitzender der Partei und gilt als Integrationsfigur für das neonazistische Spektrum in Südniedersachsen, das Anfang der 90er Jahre eine zentrale Verdichtungsregion war, der eigentlich zerfaserten Szene. Ab Mitte der 2000er gehen die Wahlergebnisse rechtsradikaler Parteien in Niedersachsen in den Promillebereich zurück. Das ist in anderen Bundesländern anders. Da fährt die NPD durchaus noch Erfolge ein. Und auf die DVU und die Republikaner bin ich an dieser Stelle gar nicht weiter eingegangen. Aus den Kameradschaften entwickeln sich die autonomen Nationalisten, die sich vor allem an Lebensstilfragen orientieren. Und seit den 2010er Jahren sehen wir dann einen vermeintlich bürgerlichen Protest auf der Straße, beispielsweise Pegida mit seinen Ablegern. Die bekannteste Gruppierung der letzten Jahre ist sicher die Identitäre Bewegung, die ich schon angesprochen hatte, die sich auch aus den autonomen Nationalisten und den Kameradschaften speist und vor allem durch eine sehr professionelle Medienstrategie auf sich aufmerksam macht. Warum ich den Zeitstrahl mit der AfD abschließe, der ersten Partei des Spektrums seit langem, die konstant über der 5%-Marke bleibt, werde ich gleich noch ausführlicher erläutern. Wir können am Ende dieses Parforce-Ritts durch die Akteursgeschichte des Rechtsradikalismus zweierlei festhalten.
Die Gestalt der Rechten hat sich zwar gewandelt, aber in ihren Kernelementen ist sie unverändert geblieben. Außerdem beobachten wir heute eine relativ hybride, in ihren Organisationsformen eher flüchtige, durch punktuelle Aktionen, aber öffentlichkeitswirksame Szene, die einen bedingten, aber steten Erfolg verbuchen kann, der allerdings in seinen parteiförmigen Ausprägungen gering bleibt. Und diese Beobachtung führt uns auch zum Ausgangspunkt zurück, der meinen Vortrag strukturiert. Denn genau hier zeigt sich ja der historisch-kulturelle Widerspruch zwischen dem einstmaligen Stammland des Nachkriegsrechtsradikalismus und dem heutigen, noch relativ geringen Erfolg der AfD. Niedersachsen war einst Hort eines aggressiven und mobilisierungsfähigen Rechtsradikalismus mit tiefen lokalkulturellen Wurzelwerk. Die AfD heute steht für einen Form- und Strukturwandel des Rechtsradikalismus mit allerdings derzeit noch begrenztem elektoralen Erfolg in Niedersachsen. Und deshalb stellt sich mit Nachdruck die Frage, was die AfD in Niedersachsen derzeit noch hemmt. Dazu möchte ich im zweiten Teil meines Vortrages einige Voraussetzungen und daran anschließende Überlegungen präsentieren und den Blick auf die sogenannte Mehrheitsgesellschaft richten, und zwar anhand folgender These. Die Mentalität der Mehrheitsgesellschaft weist bestimmte Aspekte auf, welche den Rechtsradikalismus als Bewusstseinsform anschlussfähig machen. Das zeigt in Niedersachsen nicht zuletzt die Normalität der AfD-Wähler. Zunächst als Vorbemerkung, die AfD in Niedersachsen ist keine politisch homogene Partei. Sie ist tendenziell zwischen nationalkonservativ, deutschnational und rechtsradikal einzustufen, aber sie bindet bürgerlich-konservative Wähler. Es gibt ja viele Ansätze, um den Erfolg der AfD zu erklären, die alle für Niedersachsen jedoch nicht zufriedenstellend anwendbar sind. Von der Protestwahlthese über Erklärungen, die eher auf sozioökonomische Faktoren abstellen, also sogenannte Modernisierungsverlierer ausmachen, oder über kulturelle Werte argumentieren und Kommunitaristen und Kosmopoliten einander gegenüberstellen. Zur AfD und ihren Wählern in Niedersachsen gibt es kaum Forschung. Wir wissen aber, dass sie in allen gesellschaftlichen Gruppen und in allen Gebieten von Niedersachsen Zuspruch findet. Die Partei wird aber tendenziell vor allem in Regionen gewählt, die A, zuvor eine relativ niedrige Wahlbeteiligung hatten, B, in denen ein relativ hohes Maß an Arbeitslosigkeit herrscht und C, die eher protestantisch geprägt sind, was zu den eingangs skizzierten Milieustrukturen passen könnte, oder in denen ein relativ hoher Anteil an Konfessionslosen lebt. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat kürzlich konstatiert, dass mehr als die Hälfte der AfD-Wähler auf Bundesebene manifest oder latent rechtsextrem eingestellt sei. Das ist ein Befund, der sich für Niedersachsen auf unserer Datengrundlage nicht bestätigen lässt. Aber was kennzeichnet den AfD-Wähler in Niedersachsen und was hebt ihn von den Wählern anderer Parteien ab? Die vielleicht zunächst etwas irritierende Antwort lautet, gar nicht so besonders viel. Es gibt nicht den AfD-Wähler. Und das würde ich jetzt gerne anhand einiger Parameter illustrieren, die von der Rechtspopulismusforschung wahlweise als erklärende Faktoren herangezogen werden. Und ich möchte im Zuge dessen auf einige Aspekte aufmerksam machen, die meines Erachtens in der Debatte ein bisschen zu wenig berücksichtigt werden. Ich beziehe mich im Folgenden auf Forschungen des Projektes FODEX und stütze mich ganz konkret auf eine repräsentative Telefonumfrage unter wahlberechtigten Niedersachsen aus dem Jahr 2019, die dazugehörige qualitative Vertiefungsstudie aus dem Jahr 2020, für die wir Gruppendiskussionen in Niedersachsen durchgeführt haben, und eine Studie meiner Kollegen, welche das Profil der AfD-Wählerschaft in Niedersachsen untersucht hat. Gefragt nach dringenden gesellschaftlichen Problemen nannten 2019 vor allem die Anhänger der AfD das Thema Migration. Allerdings wurde dieses auch unabhängig von der Parteipräferenz als zweitwichtigstes Problem benannt. Ein weiterer wichtiger Faktor sind autoritäre Gesellschaftsvorstellungen. Auch wenn die Mehrheit in Niedersachsen sich eigentlich ziemlich genau politisch in der Mitte verortet, befürworten insgesamt die Hälfte aller Befragten unabhängig der Parteipräferenz die Aussage, dass Deutschland eine starke Führung brauche, an deren Vorgaben sich alle halten müssten. Noch weniger AfD-spezifisch ist das Merkmal der Elitenkritik.
die fast schon ins Schablonenhafte neigende Kritik an politischen Eliten, an der tendenziösen Berichterstattung der Medien und am Zustand der Demokratie überhaupt, zeigte sich unabhängig von der Wahlpräferenz in beiden Forschungsdesigns. Das hängt auch mit dem Misstrauen den etablierten Parteien gegenüber zusammen, denn die Kompetenz der Politik, Probleme überhaupt lösen zu können, wird insgesamt sehr gering veranschlagt. Es herrscht eine nahezu affektive Distanz zu Parteien und ihrem Personal. Diese Haltung verweist auf einen auf den ersten Blick widersprüchlichen Aspekt, auf den ich auch noch zurückkommen werde. Die Ablehnung der Parteien steht auf den ersten Blick im Widerspruch zu einer großen Loyalität, die die Niedersachsen staatlichen Institutionen gegenüber haben. Das leitet auch über zur Frage nach der Unzufriedenheit mit der Demokratie. Die allermeisten Niedersachsen befürworten zwar die Demokratie als Idee, aber ein nicht unerheblicher Teil ist unzufrieden mit ihrem Funktionieren. Und am unzufriedensten waren 2019, etwas überraschend, die Anhänger der Linkspartei und erst an vierter Stelle standen die der AfD. Überhaupt sind die Vorstellungen, was Demokratie eigentlich ausmacht, äußerst heterogen. Für eine sehr große Mehrheit gehört vor allem die bereits erwähnte Meinungsfreiheit zum Wesen der Demokratie dazu. Allerdings zählt nur rund die Hälfte beispielsweise Minderheitenrechte unbedingt dazu. Ein immer wieder in Bezug auf Rechtsradikalismus diskutierter Aspekt, gerade jetzt auch in Bezug auf die Corona-Maßnahmenproteste, ist die hohe Zustimmung zu verschwörungstheoretischen Konstrukten. Doch auch hier ist die Diskrepanz zwischen AfD und Wählern anderer Parteien gar nicht so besonders hoch. Denn 2019 befürchtete fast jeder vierte Niedersachse, dass staatliche Behörden die Bürger genau überwachen würden und geheime Organisationen einen erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungen ausüben würden. Allerdings lohnt sich gerade hier bei dem empirisch schwer zu fassenden Verschwörungsglauben der qualitativ vertiefende Blick. Der hat nämlich gezeigt, dass die Niedersachsen damit vor allem eine massive Kritik an einer vermeintlichen Einflussnahme durch Lobbyorganisationen meinen. Und hierin liegt, so vermuten wir, auch der eigentliche Kern verschwörungstheoretischer Motive. Die Annahme, dass nahezu allmächtige Netzwerke aus Macht und Geld hinter gesellschaftlichen Vorgängen stünden, interpretieren wir als Möglichkeit für den Einzelnen, komplexitätsreduzierend individuelle politische Einflussmöglichkeiten zu verleugnen. Es drängt sich deswegen auch der Eindruck auf, dass nicht etwa politische Radikalität, sondern vielmehr ein Überdruss an der komplexen gesellschaftspolitischen Realität die eigentliche Quelle solcher Deutungen sein könnte. Man wünscht sich eine allmächtige Ordnungsinstanz, die das Chaos strukturiert und nicht etwa auf Konsensfindung durch politische Streitkultur abzielt. Und das führt uns zu einem ganz entscheidenden Punkt, denn die Möglichkeit, Konflikte offen auszutragen, markiert eine Scheidelinie, da ein relativ großer Anteil der Niedersachsen diesen Aspekt nicht mit Demokratie verbindet. Die Vertiefungsstudie hat vielmehr gezeigt, dass der ja in politische Form zu überführende Konflikt, der ja die Basis der Demokratie bildet, nahezu als Störfall einer guten staatlichen Ordnung interpretiert wird. Man baut viel lieber auf den Rechtsstaat als stabilisierende Institution. Diese Beobachtungen münden letztlich in eine Entbindung vom politischen Prozess, der aber gerade nicht ein Alleinstellungsmerkmal der AfD-Wähler ist, sondern sich vielmehr in eine Art kleinbürgerlicher Attitüde beschreiben lässt. In ihr verbinden sich die Orientierung an Harmonie, Rationalität und Mittigkeit, die Reduktion komplexer Zusammenhänge auf den Einfluss von Machtzirkeln und Medien sowie die Ablehnung politischer Konfliktivität, auf die ich am Ende meines Vortrags noch zurückkommen möchte. Aber um mich der methodenkritischen Worte des Politikwissenschaftlers Philipp Manow zu bedienen, was genau weiß man, wenn man das weiß? Denn diese Einzelbefunde setzen sich nicht automatisch zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Was verschafft der AfD, wenn auch in Niedersachsen, überschaubaren Zulauf, sodass ich vorhin mit ihr den Zeitstrahl zu den rechtsradikalen Akteuren beschlossen habe? Es finden sich nach diesem Blick auf die mehrheitsgesellschaftlichen Mentalitäten der Niedersachsen Hinweise darauf, dass die AfD pass pro toto gesamtgesellschaftliche Tendenzen der Polarisierung, der Verhärtung sowie wachsendes Misstrauen gegenüber der Politik anzeigt
und kanalisiert, die zwar spezifisch in ganz heterogenen Wählergruppen und diversifizierten Wahlmotiven münden, von denen die AfD aber in Zukunft profitieren könnte. Dass die AfD Mandate gewinnt, deutet also auf eine zweifache Veränderung hin. Auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Basis, die ihre rechtsradikale Mentalität nun offenbar anders artikulieren will, und eine Veränderung der Angebotsstrukturen, um diesem gewandelten Bedürfnis auch entsprechen zu können. Die AfD ist gewissermaßen, und hier versuche ich jetzt meine Beobachtungen zusammenzubinden, das Produkt unterschiedlichster Entwicklungen. Der organisierte Rechtsradikalismus alter Couleur büßt immer stärker an Attraktivität ein. Kleine rechtsradikale Gruppen werden zunehmend in die AfD integriert. Außerdem spricht sie Fragmente an, die zuvor noch keine rechtsradikalen Parteien gewählt haben, und zugleich erzielt sie beträchtliche Wahlerfolge innerhalb der bürgerlichen Mittelschichten aufgrund der eben benannten Anschlussstellen. Hinzu kommt als letzter Punkt eine hohe Unsicherheit im Umgang mit Rechtsradikalismus. Nachdem ich mich bemüht habe, den Rechtsradikalismus in seiner historischen Verankerung zu erklären und seine Verschränkung mit der mehrheitsgesellschaftlichen Mentalität zu problematisieren, möchte ich abschließend aufzeigen, was aus dem bisher Gesagten für den Umgang mit dem Phänomen resultiert. Wir haben dazu, Herr Busch hat es schon erwähnt, Lokalstudien zur Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus durchgeführt und haben uns etwa einen rechtsradikalen Brandanschlag in Salzhemmendorf und den Pegida-Ableger Bragida in Braunschweig angeschaut und die jeweils lokale politische Kultur dieser Orte. Die Studien haben gezeigt, dass es vor Ort eine Akteurs- und kontextabhängige Wahrnehmung dessen gibt, was überhaupt als rechtsradikal angesehen wird. Die Identifizierung von Rechtsradikalismus ist also an bestimmte Leitvorstellungen gekoppelt, beziehungsweise an eine Problemwahrnehmung, was vor Ort eigentlich genau stört. Und diese kann je nach Akteuren, wir haben mit Politikern, Journalisten, politisch Engagierten, Bewohnern der Orte gesprochen, sehr, sehr unterschiedlich sein. Denn oftmals stört gar nicht der Rechtsradikalismus an sich, sondern vielmehr, wenn das Politische auf einmal in die Öffentlichkeit tritt, wenn es Routinen und das örtliche Normenkorsett durchbricht, was paradoxerweise gerade für Politiker ein Problem sein kann, aber auch die Polarisierung des Ortes, die der Rechtsradikalismus auslösen kann, die Stigmatisierung infolge eines rechtsradikalen Ereignisses, was dann die Einwohner sehr belastet, weil sie um das Image ihres Ortes besorgt sind, oder auch die Rechten, wenn sie im Zentrum der sozialen Gemeinschaft stehen und im Ort tief verwurzelt sind. Beispielsweise war in Salzhemmendorf einer der Täter in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Manchmal stört aber auch gar nicht das Rechte, sondern der Gegenprotest. Das heißt aber auch, die Modi, wie eine Gemeinschaft mit rechtsradikalen Phänomenen umgeht, haben entscheidenden Einfluss darauf, wie sich bestimmte politische Leitvorstellungen vor Ort entwickeln. Allerdings, das muss man auch sagen, wird in der lokalen Verhandlung von Rechtsradikalismus oftmals der Eindruck vermittelt, als gäbe es gar keinen strukturellen Rechtsradikalismus, sondern lediglich identifizierbare Einzelfälle, also die Verankerung des Phänomens in der politischen Kultur wird gar nicht erkannt oder negiert. Und daraus resultiert eine oftmals verengte, selektive oder instrumentelle Wahrnehmung von Rechtsradikalismus, die den Blick auf die Ursachen oftmals verstellt. Dann werden unterschiedliche Entschuldungsmuster in Stellung gebracht, insbesondere Relativierung, also etwa, dass man rechtsradikale Strukturen leugnet, dass man von unpolitischen Krawallmachern spricht oder auch Alkohol als Entschuldungsmuster anführt. Wir beobachten eine Verharmlosung, dass man dann von einem dummen Jungenstreich spricht oder ja, die Träger als besorgte Bürger attributiert oder reflexhaft auf die Gewalt aus dem Gegenprotest verweist. Auch eine Tabuisierung finden wir, das heißt, ich hatte den Täter aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr ja schon angesprochen, die ja eigentlich für den Ort eine sozial integrative Rolle spielen soll. Das heißt, das darf es gar nicht geben. Und als letztes sehen wir auch oftmals eine Externalisierung, das heißt die Vorstellung, dass die Rechten von außen in den eigentlich guten Ort kommen. Wir können also sehen, auch in der Ausverhandlung von Rechtsradikalismus in lokalen Kontexten dominiert der schon beschriebene Umgang.
Die offene Austragung von Konflikten wird eher vermieden und deshalb wird das Phänomen Rechtsradikalismus als solches auch nicht ausreichend problematisiert. Ich komme zu einem Fazit und hoffe, die präsentierten Kernbeobachtungen konnten zeigen, inwiefern Rechtsradikalismus ein Phänomen der politischen Kultur ist. Dennoch existieren also trotz des historischen Wurzelgrundes der vorgestellten Ähnlichkeiten zwischen AfD-Wählern und der Mehrheitsgesellschaft und der beschriebenen Unsicherheiten im Umgang mit Rechtsradikalismus, gerade in Niedersachsen. Und darin liegt ja auch der eingangs konstatierte und auch nicht restlos aufzulösende Widerspruch, Faktoren, die den Rechtsradikalismus hemmen. Blickt man hier in Niedersachsen zum Beispiel auf die Sonntagsfrage, dann lässt sich kein Rechtsruck konstatieren. Trotz der relativ hohen Unzufriedenheit mit der Politik können die etablierten Parteien in Niedersachsen ihre bisherigen Wahlergebnisse nahezu halten. Das heißt, es stellt sich abschließend die Frage, warum haben die Wähler Vorbehalte gegen die AfD trotz offenkundiger inhaltlicher Schnittmengen? Unsere qualitative Forschung hat eine recht simple Antwort nahegelegt. Solange die AfD als Sammelbecken zwielichtiger Outsider erscheint, welche die gewohnte, durch staatliche Institutionen abgestützte Ordnung in Frage stellen, also möglicherweise eher mit Konflikt assoziiert werden und keinesfalls als rationale Problemlöser wahrgenommen werden, lehnen die Wähler sie vehement ab. Es sind also mehr Stilfragen und Einwände gegen das politische Personal als inhaltliche Argumente, welche eine Parteinahme für die AfD verhindern. Ein weiterer gewichtiger Faktor, das hatte ich schon erwähnt, ist das überraschend hohe Vertrauen der Niedersachsen in die staatlichen Institutionen. Diese Loyalität lässt sich nahezu als politisch-kulturelles Polster Niedersachsens bezeichnen, als ja ein einheitsstiftender Orientierungsrahmen, der noch bis zu einem gewissen Grad gegen volatile Stimmungen immunisieren kann. Hinzu kommt, es sei am Rande der Vollständigkeit halber angemerkt, auch die organisatorische Schwäche und die internen Streitigkeiten der AfD, auf die ich gar nicht näher eingegangen bin. Dieses Polster gibt jedoch keinen Anlass zur Entwarnung, denn, wie ich hoffentlich zeigen konnte, ist das gesellschaftspolitische Potenzial für die AfD auch in Niedersachsen grundsätzlich gegeben. Ich komme zu einem abschließenden Ausblick. Wie der historische Abriss gezeigt hat, greifen die Begrifflichkeiten, mit denen man die alten Formen des Rechtsradikalismus beschrieben hat, heute zu kurz. Die AfD steht für einen Wandel der Erscheinungsform des Rechtsradikalismus und zeigt symptomatisch gesellschaftliche Veränderungen an. Die Schnittmengen mit der Mehrheitsgesellschaft haben gezeigt, dass die gesellschaftliche Komplexität und die Ursachen, die hinter dem Rechtsradikalismus stehen, oftmals nur unzureichend reflektiert werden. Bezüglich des Umgangs mit Rechtsradikalismus herrschen Deutungsschwierigkeiten, welche sowohl seine Entwicklung in lokalen Kontexten als auch den Umgang mit der AfD einschließen und die auch auf die Akteure zurückwirken. Also etwas überspitzt formuliert, je weniger ein Akteur oder ein Ereignis vor Ort überhaupt als rechtsradikal wahrgenommen wird, desto einfacher ist auch seine Verankerung und seine Akzeptanz vor Ort. Zuletzt verweisen die vorgestellten Befunde auf tiefer liegende Probleme der Demokratie. Auf diejenigen, die sich schon lange nicht mehr parteipolitisch repräsentiert fühlen oder sich resigniert zurückgezogen hatten. Und zudem, und das hatte ich schon angedeutet, verweist die bisweilen nur unzureichend reflektierte Auseinandersetzung mit Rechtsradikalismus auch auf einen jahrelang eingefahrenen, als alternativlos ausgerufenen Politikmodus, der Angst vor Konflikten hat und dazu führt, dass sich die Gesellschaft streng genommen nur noch schwer als politische Gesellschaft versteht. Trotz des normativen Standpunktes, den wir persönlich vermutlich alle einnehmen, sollte es Aufgabe der Forschung sein, eine Kontextualisierung vorzunehmen, anstatt in Alarmismus zu verfallen. Man tut gut daran, analytisch ein empirisch-dynamisches Demokratieverständnis zugrunde zu legen, weil das auch dem Umstand Rechnung trägt, dass die extreme Rechte die Gesellschaft eben nicht nur von außen unter Druck setzt, sondern Rechtsradikalismus als Bewusstseinsform in der gesellschaftlichen Mitte mit Scheuch-Klingemann als normale Pathologie bezeichnet werden kann. Die Perspektive der politischen Kulturforschung kann dazu beitragen, den Fokus eben nicht nur auf identifizierbare Einzelfälle zu lenken, sondern das strukturelle gesellschaftliche Problem zu erforschen. Deswegen würde ich auch gerne mit einem Plädoyer schließen,
nach wie vor vorhandene Forschungslücken mit mehr empirischen Fallstudien zu schließen und dafür auch mal den akademischen Elfenbeinturm zu verlassen. Dass wir uns in Niedersachsen darum bemühen, zeigt hier ein Kollege von mir. Wir haben schon vor Corona gerne FFP2-Masken getragen bei einem Einsatz im Forschungsfeld, konkret bei der Bergung des Nachlasses eines rechtsradikalen Akteurs, den wir in Zukunft auswerten wollen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Trittel, für diesen sehr, sehr interessanten und sehr aufschlussreichen Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt, die Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich auch. Wir würden gerne im nächsten Schritt Ihre Beobachtungen im Podium reflektieren mit den Podiumsteilnehmerinnen, und durch das Podium wird uns führen Roman Kirk. Ich würde vorher gerne noch kurz sagen, es sammeln sich so langsam erste Fragen. Wenn Sie also für den dann nachfolgenden Teil Fragen haben, stellen Sie sie bitte in dem F&A Fragen und Antworten Teil und Button, den Sie unten auf der Seite finden, soweit Sie über Zoom eingeloggt sind. Vielen Dank, und jetzt gebe ich das Wort weiter an Roman Kirk. Ja, guten Tag. Leider tatsächlich nur das Wort, weil ich aus irgendeinem Grund mein Video nicht aktivieren kann, wollte ich sagen, aber jetzt kann ich es. Gut. Nein, kann ich nicht. Nachdem es vorhin noch funktioniert hat, natürlich. Das tut mir sehr leid. Dann müssen Sie leider meine Stimme vorlieb nehmen. Vielleicht darf ich aber die anderen Podiumsmitglieder bitten, die Kameras einzuschalten. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir einander alle sehen können, wenn wir miteinander sprechen. Vielen Dank. Genau. Mit auf unserem Podium möchte ich dementsprechend begrüßen Anneliese Niehoff, Damian Ott und Simone Raphael, die ich jetzt auch Ihnen mal kurz vorstellen möchte. Fangen wir mal alphabetisch an mit Anneliese Niehoff. Frau Niehoff ist Politikwissenschaftlerin und forscht an der Universität Bremen, vor allem hat ihren fachlichen Schwerpunkt in der Geschlechterpolitik, und leitet in Bremen auch das Referat für Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Und ist zudem Mitglied des Vorstandes der Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Dort unter anderem zuständig für das Thema queere Geschlechterpolitik und für das Thema Umgang mit Antifeminismus in Hochschule und Wissenschaft. Eine Thematik, in der man ja auch relativ zwangsläufig mit rechten Ideologien in Kontakt kommt, sage ich mal. Genau. Zu Damian Ott. Herr Ott arbeitet beim antifaschistischen Bildungszentrum und Archiv Göttingen, kurz ABAG. Herr Ott ist aufgewachsen in Thüringen, hat dort bereits in jungen Jahren erfahren müssen, was es bedeutet, Neonazis im eigenen Lebensumfeld zu haben, und ist seitdem aktiv gegen die extreme Rechte. Er studiert hier in Göttingen Geschichte und Germanistik und ist seit 2018 beim ABAG aktiv, hat in diesem Rahmen unter anderem die Broschüre Die extreme Rechte in Südniedersachsen mitverfasst und ist verantwortlich für das gemeinsame Monitoring zu extremen Rechten in Südniedersachsen zusammen mit der mobilen Beratung Niedersachsen. Und wie man sagt, last but not least, Simone Raphael, studierte Publizistin und Kunsthistorikerin und bereits seit Anfang der 2000er für die Amadeo-Antonio-Stiftung aktiv im Bereich Vorgehen gegen die extreme Rechte im Internet insbesondere. Baute zunächst ab 2002 das Internetportal mutgegenrechtegewalt.de auf, zusammen mit dem Stern. Dann ist sie seit 2009 Chefredakteurin der Website netzgegennazis.de, die 2017 umbenannt wurde in Belltower News, Netz für digitale Zivilgesellschaft, allerdings weiterhin mit Frau Raphael als Chefredakteurin. Frau Raphael ist außerdem seit 2019 bei der Amadeo-Antonio-Stiftung Leiterin des Digitalbereichs und damit dort verantwortlich für alle Projekte, die sich mit Demokratiegefährdung online beschäftigen und mit Möglichkeiten gesellschaftlicher Gegenstrategien. Genau. Zur Diskussion beginnen wir doch mal auf der lokalen Ebene. Frau Trittel war in Ihrem Vortrag ja bereits eingegangen auf den Umgang mit der extremen Rechten in
auf der lokalen Ebene und die Probleme, die sich dabei oft ergeben. Und da würde ich mal an Herrn Ott die Frage stellen, was können Sie denn aus Ihrer persönlichen Arbeit zur extrem rechten Niedersachsen zu dieser Thematik sagen? Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier heute sprechen zu dürfen. Zur extremen Rechten hier in Südniedersachsen kann man eigentlich sagen, dass hier alle verschiedenen Akteursgruppen, die extreme Rechte so besitzt, dass die hier auch vertreten sind und kontinuierlich Aktivitäten und Aktionen durchführen. Das heißt also, sie verbreiten Propagandamaterial, sie organisieren Kundgebungen und Veranstaltungen, Rechtsrockkonzerte. Die hier agierenden Akteure sind dabei insbesondere auch überregional vernetzt und fallen zum Teil immer wieder durch schwere Gewalttaten auf. Das hatte ja der Herr Busch bereits angesprochen, dass es vor allem in den Jahren 2018 und 2019 hier in Göttingen selbst zu einer Häufung von Gewalthandlungen, also zu Körperverletzungen, aber auch zu Sachbeschädigungen in der Stadt gekommen ist. Die extreme Rechte verfügt hier in der Region, da würde ich auch vor allem das thüringische Eichsfeld noch mit hinzuzählen, über ihre eigenen sozusagen Erlebnisräume mit regionalen Versenden, Immobilien, die eben immer wieder für Treffen, Schulungen und Konzerte genutzt werden können. Genau. Ich würde vielleicht diese rechten Aktivitäten in Göttingen noch einmal an einem Beispiel ein bisschen deutlicher machen wollen. Und zwar wurde im Nachgang der thüringischen Landtagswahl im Jahr 2019, also direkt in der Nacht danach, der Göttinger Campus mit Hakenkreuzen und SS-Runen besprüht. Der Raum des Fachschaftsrats für Sozialwissenschaften wurde mit blauer Farbe beschmiert und ein linkes Hausprojekt in unmittelbarer Nähe zum Campus wurde, in diesem wurde in einem Unterstand ein Feuer gelegt. Gleichzeitig wurde auf dem Campus die Parole "Wir kommen" hinterlassen. Das Feuer konnte schlussendlich durch die Bewohnerinnen rechtzeitig gelöscht werden, bevor Schlimmeres passieren konnte. Was will ich mit diesem Beispiel sagen, ist, dass eben militante Neonazis hier die parlamentarischen Erfolge der AfD zum Anlass genommen haben, um eben selbst zur Tat zu streiten. Das heißt, es lassen sich eben inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten feststellen, wobei es natürlich taktische und habituelle Unterschiede zwischen den einzelnen Akteuren gibt. In diesem konkreten Beispiel zeigt sich aber, dass diese Angriffe in einer langen Tradition rechter Angriffe stehen, deren trauriger Höhepunkt der Mord an einer der bisherigen Höhepunkte eben der Mord an Alexander Selcho war, der, und das möchte ich vielleicht an dieser Stelle anmerken, nicht ermordet wurde, weil er ein Bundeswehrsoldat war, sondern aus antilinken Motiven in erster Linie. Gut. Ich würde erstmal alle PodiumsteilnehmerInnen kurz mit Statements zum Vortrag zu Wort kommen lassen und gehen wir mal weiter mit Frau Niehoff. Vielleicht mit der Frage, wo sehen Sie denn von Ihrer Arbeitserfahrung her die Relevanz des Themas der extremen Rechten, insbesondere im universitären Bereich? Ja, vielen Dank für die Einladung hierher nach Göttingen, zumindest digital, und auch für die sehr freundliche Vorstellung. Eine Sache muss ich korrigieren, ich forsche leider nicht. Ich bin ganz schlicht in der Antidiskriminierungs- und Geschlechterpolitik unterwegs auf Landes- und Bundesebene. Aber das soll ja hoffentlich den Beitrag nicht schmälern. Was haben GleichstellungsakteurInnen an Hochschulen mit der extremen Rechten zu tun? Das ist so die Frage, die Sie mir gestellt haben und die ich mir natürlich auch stelle seit vielen Jahren. Auf den ersten Blick scheinbar nicht so viel. Bei genauerem Hinsehen wird es dann doch relativ handfest. Eine ideologische Grundlage der extremen Rechten und auch des Rechtsradikalismus ist der Antifeminismus.
Und der wiederum ist eine zentrale Anschlussstelle in die sogenannte Mitte der Gesellschaft hinein. Antifeminismus verstanden als eine quasi aktive Haltung gegen Geschlechterpolitik, gegen Antidiskriminierungspolitik im Feld von Geschlechterverhältnissen. Extreme Rechte bis hin zur AfD sprechen Geschlechter- und Diversitätspolitik, nicht nur, aber auch an Hochschulen, grundsätzlich die Existenzberechtigung ab. Sie missachten aktiv den Gleichberechtigungsauftrag des Grundgesetzes. Sie propagieren eine natürliche Ordnung von zwei Geschlechtern und vertreten demzufolge ein sehr konservatives, hierarchisches Familienbild. Diese Haltung gilt in vergleichbarer Weise auch gegenüber GenderforscherInnen und Genderforschung. Die Forschung in diesem Feld wird nicht als legitime Wissenschaft anerkannt, sondern als Ideologie diffamiert. Typische Diskursstrategien sind, einmal Männer als Opfer von Chancengleichheit zu stilisieren, so als gäbe zum Beispiel Männer hätten keine Chance mehr, Karrieren zu machen in der Wissenschaft, weil es Quoten gäbe. Vorhandenes Wissen zu ignorieren, zum Beispiel zum Gender Pay Gap oder zur Unterrepräsentanz von Frauen in der Hochschule, insbesondere auf Professuren und in Leitungspositionen. Mit Unwahrheiten, Stimmung und Polarisierung zu erzeugen, zum Beispiel von einer Anzahl von Professuren im deutschen Hochschulraum mit Gender-Denominationen auszugehen, die einfach komplett aus der Luft gegriffen ist. Leider würde ich da mal sagen, aber gut. Und dann inszeniert sich die Rechte auch als Volksstimme, das klang ja auch schon bei Frau Trittel ein bisschen an, als Sprachrohr des vernünftigen kleinen Mannes. Und das schlägt sich eben in den Feldern, die wir erleben und in denen wir agieren, gerade beim aktuell stark umkämpften Thema Sprache zum Beispiel nieder. Das Bemühen einer geschlechtergerechten und auch die Geschlechtervielfalt abbildenden Sprache wird als abgehoben und im harmlosesten Fall unwichtig diffamiert. Und last but not least wird behauptet, die Wissenschaftsfreiheit sei bedroht durch das Agieren von Geschlechter- und Diversitätspolitik sowie der entsprechenden Forschung in diesen Feldern. Ganz konkret werden ForscherInnen und GleichstellungsakteurInnen an Hochschulen beschimpft, bedroht und angegriffen. Ich fange nochmal mit dem Beispiel an, was jetzt hier schon zweimal kam und wo Sie beide aber interessanterweise nicht auf den Aspekt eingegangen sind, der mich unter anderem bewegt hat als Kolleginnen aus Kollegin aus Bremen, nämlich dass es auch bei dem Angriff, bei den Farbschmierereien auf die Universität Göttingen in 2019 auch explizit Farbschmierereien gab an dem Gebäude, in dem relativ prominent die Stabsstelle Diversität und Chancengleichheit, nein, andersrum, Chancengleichheit und Diversität untergebracht ist. Dort eben auch mit einem Satz, wir kriegen euch und SS-Bohnen. Diese Komponente, und das gilt leider jetzt nicht nur für die Rezeption an der Universität Göttingen, wird häufig unterschlagen, sondern da werden eher andere Aspekte, die allemal auch sehr bedrohlich sind, thematisiert, aber eben nicht dieser antifeministische Aspekt. Sexistische Beleidigungen, Herabwürdigung bis hin zu Vergewaltigungsandrohung. Auch das ist etwas, was leider schon häufig in den letzten Jahren erlebt wurde. Auch einer der, sage ich mal, Startpunkte 2013, 2014 mit massiven Angriffen gegen Forscherinnen und Lehrende im Bereich der Pädagogik, die sich für sexuelle geschlechtliche Vielfalt einsetzen, auch in der Bildungsarbeit, sind massiv bedroht worden, sodass sie irgendwann auch komplett aus dem Netz sich verabschiedet haben und erstmal sich sortieren mussten, weil das eben so bis hin zur Vergewaltigungsdrohung war. Dann, was auch ein Aspekt der Bedrohung und der Angriffe ist, ist eine Verquickung mit antisemitischen und rassistischen Hetzen da, wo quasi zum Beispiel BIPOC-WissenschaftlerInnen agieren und auch meinetwegen eine rassistische Hochschulstruktur kritisieren. Auch da gibt es einen sehr relativ aktuellen Fall, wo daraus auch eine sehr gezielte und strategische Verfolgung, gerade auch was Shitstorms in sozialen Medien anging, aber eben auch nicht nur, schwappte dann auch in anderen Medien über. Sehr gerne wird auch Doppelpass gespielt mit konservativ-bürgerlichen Medien, sei es Printmedien oder auch Talkshows im Fernsehen. Aktuell jetzt gerade an einer Uni in Hessen, wo es das Thema geschlechtergerechte Sprache eigentlich als quasi politischen Beschluss gab der Hochschule und dann die Medien da massiv draufgegangen sind. Das ist häufig eben diese Brücke, von der ich ansprach, oder die Anschlussstelle, die ja, der Begriff hat ja Frau Trittel auch gewählt, die wir so wahrnehmen. Dann etwas, was wir auf jeden Fall zuhauf wahrnehmen und erleben und damit auch arbeiten müssen, sind von der AfD-Fraktion oder von den Fraktionen in den Landtagen und im Bundestag das Instrument der Kleinen Anfrage und parlamentarische Anträge zu nutzen, um Stimmung für die Abschaffung von geschlechterpolitischen Einrichtungen zu machen. Das gilt für die Hochschulen aber nicht nur, es gibt auch Anträge
kommunale Frauenbeauftragte abzuschaffen zum Beispiel und Genderforschung zu diskreditieren und eine geschlechtergerechte Sprache lächerlich zu machen. Also das sind alles so Facetten, da könnte ich noch mehr zu erzählen, aber erstmal um so einen Eindruck zu bekommen. Sie haben ja für die Reihe auch über Gegenstrategien quasi als einen Aspekt auch aufgenommen, was ich sehr gut finde. Und auch dazu macht die BUKOF was, also die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsakteurinnen an Hochschulen. Wir haben eben diese von Herrn Kirk auch anfangs erwähnte AG Antifeminismus gegründet, schon vor einigen Jahren, um erstmal auch in dem Feld uns selber zurechtzufinden, zu sammeln, zu sichten, Dinge auch einzuordnen, ein Austauschforum zu bieten für uns untereinander als Gleichstellungsakteurin an den Hochschulen, uns kollegial zu unterstützen bei verbalen Übergriffen, bei parlamentarischen Anfragen und wie damit am klügsten umzugehen ist. Und auch, um die Gleichstellungsakteurin vor Ort fit zu machen zum Umgang mit Anfeindungen, haben Vorträge, Workshops und ähnliche Dinge nach innen in unser Netzwerk hinein organisiert. Aber wir sind natürlich nicht nur nach innen organisiert, was das angeht, sondern sind da auch gut vernetzt, einmal mit den Frauen- und Geschlechterforscherinnen, aber auch mit anderen bundesweiten Fachnetzwerken in diesem Feld. Wir haben eine Stellungnahme zu dem Thema verfasst 2019, gemeinsam für eine geschlechtergerechte, vielfältige Wissenschaft, antifeministischen Positionen entgegentreten. Wir haben Handreichungen gemacht, gerade auch in diesem Bereich parlamentarische Anfragen. Und wir haben jetzt ganz frisch als BUKOF Standpunkte für eine geschlechtergerechte Hochschulpolitik veröffentlicht. Und eine der 18 Positionen ist zu dem Thema solidarisch gegen Antifeminismus. Zudem eine Unterseite auf unserer Webseite, auch eine Service-Seite mit aufbereitetem Material und vielen Links zum Thema. Und wir greifen das Thema auch auf und sensibilisieren dafür gegenüber zum Beispiel der Hochschulrektorenkonferenz, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder Bundes- und Landesministerien, um eben auch immer die Verknüpfung zu, was heißt das in Bezug auf Wissenschaftspolitik, was heißt das in Bezug auf demokratische Verfasstheit auch von Hochschulen, das auch immer deutlich zu machen und da auch eben diese Verbindungen herzustellen, sodass man das nicht so als ein eBay-Thema einfach so an die Seite packen kann. Genau, soweit erstmal zum Einstieg von meiner Seite aus dem Bereich Hochschulgeschlechterpolitik zum Thema Antifeminismus. Danke. Danke Ihnen. Dann würde ich noch an Frau Raphael die Frage richten wollen. Warum aus Ihrer Sicht ist es denn so ein relevantes Thema der Extremrechten, gerade auch im Internet entgegenzutreten? Und welche Themen genau bearbeiten Sie da sozusagen in Ihrer Arbeit dann zum Beispiel bei Belltower News und in der Amadeo Antonio Stiftung? Ja, darüber rede ich natürlich sehr gern. Ich freue mich sehr, dass das Thema Antifeminismus gerade schon so prominent vorgekommen ist, weil das eins ist, was ich sonst auch immer gerne nochmal mit reintrage, weil ich es auch so zentral finde bei der Frage von Motivation und von Ansprachestrategien sozusagen in die Mehrheitsgesellschaft. Die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet ja als eine Stiftung, um eine demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Das machen wir in der Offline-Welt und auch in der Online-Welt. Wie gesagt, online seit 2002, quasi in meiner Person. Das zeigt auch schon so ein bisschen, dass wir auch von Anfang an gesagt haben, dass man diese beiden Welten eigentlich nicht gut trennen kann. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, die sich dann eben auch gezeigt hat im Laufe der Jahre, die seitdem vergangen sind, dass wir ja nicht nur innerhalb der rechtsextremen Szene oder dessen, was wir inzwischen als rechtsextreme Szene fassen, eine sehr große Ausdifferenzierung erleben, sondern eben tatsächlich auch in den Verbreitungsformen. Und da würde ich tatsächlich auch inzwischen so weit gehen zu sagen, dass das Internet da tatsächlich eine wirklich sehr, oder die Erfindung von sozialen Netzwerken eine sehr, sehr zentrale Zäsur darstellt, sozusagen in der Frage, wie rechtsextreme Ideologie und die Narrative verbreitet werden, wie Menschen angesprochen werden und wie eben dadurch auch ganz neue Netzwerke entstehen, mit denen wir heute uns alle herumschlagen müssen, um es mal so auszudrücken. Also das heißt, irgendwie alles, worüber Frau Drittel zum Beispiel in dem Vortrag gesprochen hat, all diese Gruppierungen, all diese Organisationsformen und Ähnliches, gibt es ja alle auch weiterhin irgendwie. Es gibt weiterhin sozusagen die Bedrohung und Angriffe in einem lokalen Szenario. Es gibt weiterhin natürlich Parteien, Organisationen. Es gibt weiterhin das, was man sich früher auch so angeguckt hat, Bands und Label und Verlage und rechtsextreme Sportgruppen und Ähnliches. Aber all diese Strukturen müssen sich halt jetzt oder vernetzen sich halt nicht mehr nur in der Offline-Welt sozusagen, indem sie auch miteinander bewusst in Kontakt treten müssen und wollen oder Ähnliches, sondern tatsächlich im Internet können sie das ja sehr, sehr unkompliziert tun. Und das ist eine Beobachtung, die ich finde, die wir in den letzten Jahrzehnten leider auch genauso konstatieren müssen,
dass eben eine, nicht nur eine crossmediale und über Plattformen gehende Vernetzung stattfindet, sondern eben auch zwischen all diesen problematischen Szenen, wo ich heutzutage auf alle Fälle natürlich auch, also die gibt es auch schon länger, aber inzwischen ist die Vernetzung halt einfach stärker von eben zum Beispiel auch Akteuren der neuen Rechten aus der Reichsbürgerbewegung, aus völkischen Siedlungsbewegungen beispielsweise, rechtsalternative Esoteriker und Esoterikerinnen, mit denen wir uns jetzt ja auch seit 2020 alle vermehrt auseinandersetzen, würde ich vermuten. Wir haben sozusagen diese völlig neue Umgestaltung der medialen Welt der rechtsextremen Szene, also von kleinen Fanseins oder Magazinen, die wenig Verbreitung finden, zu plötzlich wirklich sehr reichweitenstarken großen Outlets, egal ob es sozusagen über Facebook oder Twitter-Kanäle ist oder ob es mehr in den Bereich von Telegram-Gruppen geht, was ja aktuell gerade sehr beliebt ist, gerade dann, wenn man von den anderen Netzwerken entfernt wird wegen seiner Ideologie und seiner Inhalte. Wir haben die ganzen Videoplattformen wie YouTube, wo man nochmal mit ganz anderem Impact sozusagen agitieren und lügen kann, auch unterstützt von Algorithmen, die auch so aus kommerziellen Gründen so programmiert sind, dass Nutzern immer radikalere Inhalte zu einem Thema vorgeschlagen werden, wenn sie sich auf den Plattformen weiter bewegen. Was im Falle von, was weiß ich interessiere mich für Joggen halt dazu führt, dass ich irgendwann Marathon-Videos sehe. Wenn ich anfange, mich für Lügen über das Impfen zu interessieren, lande ich dann aber irgendwann eben tatsächlich bei beinharter rechtsextremer Propaganda auch schon alleine über die Dinge, die mir vorgeschlagen werden. Und all das sind natürlich Phänomene, die aber nicht im Internet bleiben, sondern die genau zu dem führen, womit wir uns hier alle wieder auseinandersetzen müssen. Also zum Beispiel eben genau das, was wir auch gerade schon davor gehört haben, dass es Bedrohungskampagnen gibt, dass Leute angegriffen werden, dass Wohnadressen gedoxt werden, also dass diese Gewalt sozusagen auch nicht online bleibt, nicht verbal bleibt, sondern eben dann auch wieder in den Offline-Raum zurückgetragen wird. Und gut, wie gesagt, all dies führt dazu, dass immer mehr Menschen damit Kontakt haben, also sowohl dass es leichter ist, mit rechtsextremer Ideologie in Kontakt zu kommen, als auch, dass ich sehr viel schneller betroffen bin. Also, dass ich mich plötzlich vielleicht einfach für Demokratie eingesetzt habe, online ein paar interessante Dinge geteilt habe in sozialen Netzwerken und plötzlich im Auge eines großen Shitstorms mich wiederfinde und nicht wirklich weiß, wie mir das geschehen ist. Und das sind halt die Themen, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen, weil wir beobachten genau diese Phänomene ja nicht sozusagen nur aus einer analytischen Perspektive, sondern immer unter dem Auge eben auch Betroffenen zu helfen. Und das gilt eben auch für die Opfer von digitaler Gewalt. Also der Frage, wie kann man sozusagen Menschen helfen, die sich in diesen Situationen befinden, aber wie kann man ihnen vielleicht auch schon vorher helfen? Also wie kann man beispielsweise Menschen, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, stärken, dass sie sich, ohne sich selbst zu gefährden, für demokratische Werte einsetzen können, dass sie sich für eine gute Debattenkultur einsetzen können, dass sie Medienkompetenz besitzen und erkennen, welche Quelle ist eine zuverlässige Quelle und was ist eine Quelle, wo ich vielleicht erstmal gucken muss, ob ich die wirklich teilen möchte, auch wenn mich das Thema sehr empört, was ich dort gerade lese. Und natürlich das ganze große Feld von rechtsextremen Medienstrategien, weil wir sehen eben, dass diese digitalen Wege inzwischen ja auch tatsächlich sehr gezielt von Parteien wie der AfD, aber auch von völlig anderen Gruppen, weniger organisierten Gruppen genutzt werden, eben um zum Beispiel Hassangriffe auch als Spielformen anzubieten, zu versuchen, das zu organisieren. Und wie gesagt, 2020 hat da, glaube ich, auch nochmal eine große Veränderung in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung gebracht, würde ich sagen, mit der Pandemie und dem Aufkommen all dieser verschwörungsideologischen Gruppierungen, nicht nur irgendwie in Straßenprotesten, sondern eben auch sehr stark in sozialen Netzwerken, hat sich ja die Angriffsfläche sozusagen in der Zivilgesellschaft auch nochmal massiv verbreitet, verbreitert, muss man so zu sagen. Also das ist jetzt eben nicht mehr nur in Anführungsstrichen politische aktive Aktivistinnen trifft, irgendwie die als politische Gegner markiert werden oder Migrantinnen und Migranten oder Muslime und Musliminnen oder Jüdinnen und Juden, sondern dass wir es jetzt eben auch mit gewalttätigen Angriffen erst digitaler Natur, aber eben auch immer drastischer auf den Straßen irgendwie zum Beispiel auf Politiker und Politikerinnen zu tun haben, auf Journalisten und Journalistinnen sehr stark und natürlich eben seit 2020 auch auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch gerade im medizinischen Bereich, die zwar vorher auch schon mit Desinformationen und Verschwörungsideologien zu tun hatten, aber auf einem anderen und weitaus nicht so gewalttätigen Level, wie es aktuell der Fall ist. Also das heißt, es gibt leider sehr viel zu tun. Und was tun wir sozusagen dagegen? Wir versuchen halt tatsächlich mit Projektarbeit genau solche Dinge zu tun, wie die demokratische Zivilgesellschaft auch digital zu stärken. Das kann heißen, dass wir zum Beispiel ein Projekt haben, was sich mit Gaming-Plattformen auseinandersetzt, und der Frage, wie Menschen dort miteinander umgehen und sich zur Wehr setzen können gegen rassistische, sexistische,
oder rechtsextreme Inhalte, die ihnen in diesen Communities begegnen, wo bisher auch tatsächlich sehr wenig passiert, aber natürlich auch viele Menschen sind, die auch trotzdem Interesse daran haben, da auch Beratung zu finden. Wir helfen Organisationen, die sich im Netz mehr für demokratische Debattenkultur stark machen wollen, damit umzugehen, wenn es eben dann auch rechtsextreme Gegenwehr gibt, wie man damit souverän und möglichst ohne die Nerven zu verlieren umgehen kann und natürlich auch nach Möglichkeit, ohne sich zu gefährden. Also wie gesagt, das sind Ansätze, mit denen wir arbeiten. Vielen Dank. Dann würde ich erst mal fragen, ob einige der PodiumsteilnehmerInnen eventuell Rückfragen oder Kommentare zu den jetzt gegebenen Statements direkt haben. Ich hätte tatsächlich einfach noch mal eine Frage zurück an Sie an der Universität Göttingen. Gibt es bei Ihnen eine AfD-Hochschulgruppe? Weil das ist ein Phänomen, was wir zumindest von Kollegen aus dem Bundesgebiet kennen, dass an einigen Hochschulen auch sich explizit AfD-Hochschulgruppen gebildet haben und die auch, wen wundert das dann, auch sehr deutlich politisch agieren, auch zum Teil verdeckt in Seminaren sind, dann, wenn es meinetwegen um das Thema antirassistische Aufklärung geht und dann irgendwie TrainerInnen aus dem Kontext heraus falsch zitieren und damit dann wieder Politik machen auf dem Campus. Deshalb so meine Frage, das können Sie, glaube ich, als lokale ExpertInnen viel besser beurteilen, wie da im Grunde Ihre Erfahrungen schon sind und was Sie dann da tun auch. Es gab in Göttingen eine Hochschulgruppe der Jungen Alternative, das müsste so im Jahr 2014 gewesen sein, in dem die sich gegründet hat. Die hat allerdings, ist glaube ich nur einmal oder zweimal zu Hochschulwahlen angetreten hier und hat sich dann aufgrund von anhaltenden Protesten wieder aufgelöst. Man muss aber dazu sagen, dass die Akteure, die zum Teil in dieser jungen alternativen Hochschulgruppe beziehungsweise dann der jungen Alternative Göttingen organisiert waren, dann nochmal einen Radikalisierungsprozess sozusagen durchlaufen haben und dann auf neonazistischen Kundgebungen aufgetreten sind und ich auch die Schmierereien, die auf dem Campus stattgefunden haben, im weitesten Sinne den Nachfolgegruppen oder die Gruppen zuordnen würden, die sich aus teilweise der jungen alternativen Hochschulgruppe hier in Göttingen rekrutiert haben. Ich kann von meiner Seite eine Frage in die Runde stellen, die sich auch deckt mit einer Frage, die schon in der F&A-Funktion gestellt worden ist. Auch mit Blick auf Medialität und Kommunikation insgesamt. Es gibt ja verschiedene Positionen mit rechten Reden. Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Es gibt einige Positionen, denen ich viel abgewinnen kann, die sagen, man muss es immer versuchen und man muss auch versuchen, mit allen zu reden. Es gibt die gegenteilige Position, die sagt, mit Nationalsozialisten oder ähnlichen Gesinnungen möchte ich nicht am Tisch sitzen, möchte ich auch nicht sprechen. Und auch im Chat wurde die Frage gestellt, wie schätzen Sie es ein? Ist ein, und jetzt zitiere ich aus dem Chat, ist ein Diskurs mit der Rechten überhaupt sinnvoll? Kann man hier debattieren oder ist die Annahme naiv zu denken, dass solche Gespräche eine progressive Veränderung hervorbringen können? Wie ist das aus Ihren Bereichen heraus zu bewerten? Ich kann ja mal den Anfang machen. Ich sage zu dieser Frage immer sehr gerne, ich möchte nicht mit Rechten reden, aber Rechte möchten mit mir reden. Also das heißt, diese Thematik stellt sich also auf alle Fälle, also der Frage sozusagen, wo möchte man diesen Diskurs führen und welchen Sinn bringt er denn eigentlich? Wie ich ja eben schon erzählt habe, bin ich halt viel im Online-Bereich unterwegs. Da kann man solchen Diskussionen sozusagen nicht immer aus dem Weg gehen, weil, wie gesagt, eben Kommentarfunktionen existieren. Und natürlich, wenn man zum Themen wie Demokratie oder eben auch Arbeit gegen Rechtsextremismus online arbeitet, kriegt man eben Kommentare auch von allen Seiten. Das heißt, da ist die Frage natürlich immer gestellt. Und da finde ich immer sehr stark, dass es eine Frage von Öffentlichkeit ist, ob ich finde, dass eine Beantwortung von dem, was dort aufgeworfen ist, sinnvoll ist. Ich muss zugeben, Diskurs mit Rechtsextremen habe ich noch nie als sinnvoll erlebt, weil die einem einfach nicht zuhören. Die sind einfach nicht interessiert daran, im Ernst eine Debatte zu führen oder Argumenten eine Chance zu geben, darüber nachzudenken. Die wollen ihre Propaganda loswerden und das ist es. Aber natürlich ist die Frage, in welchem Zusammenhang tun sie es?
Und wenn es eine Öffentlichkeit gibt, also wenn ich davon ausgehe, dass es Mitleserinnen und Mitleser gibt, das ist noch größer eben, wenn es zum Beispiel Kommentarspalten von großen Medien sind oder von großen Organisationen oder Ähnlichem, da habe ich eine sehr große Anzahl von Mitlesern. Und da finde ich es dann auch wichtig, sich zu positionieren. Das heißt, ich muss mich nicht unbedingt mit demjenigen in einen Gedankenaustausch begeben, aber zumindest irgendwie es nicht stehen lassen und mich insofern damit auseinanderzusetzen, dass ich zumindest dagegen argumentiere oder mich dagegen positioniere. Dagegen würde ich tatsächlich zum Beispiel niemals mich mit einer rechtsextremen Person auf ein Podium setzen, beispielsweise, weil ich noch nie erlebt habe, dass das einen sinnvollen Effekt gehabt hat. Weil eben, wie gesagt, selbst wenn man versucht, also ich bin ja Journalistin, Journalisten lieben ja das Entlarven von Rechtsextremen und denken, dass sie das sehr gut können, habe ich in einem öffentlichen Podiumszusammenhang wirklich sehr, sehr selten erlebt, dass das jemals funktioniert hätte. Das kann vielleicht funktionieren, wenn man das für eine Interviewform oder für eine wissenschaftliche Befragung nutzt, aber ich glaube, bei allem, wo man eben solchen Positionen Öffentlichkeit gibt, auch wenn man das tut in dem Gedanken, man würde vielleicht dagegen argumentieren, stärkt es diese Position doch schon alleine immer dadurch, dass sie sich dann darüber monatelang freuen, dass sie mit demokratischen Akteuren ernst genommen auf einem Podium gesessen haben. Also das würde ich tatsächlich nicht machen. Aber wie gesagt, unter journalistischen oder wissenschaftlichen Aspekten kann es natürlich sehr interessant sein, weil man ja doch auch in diese Welt der Narrative und Erzählung mal reingehen muss. Solange man sich dabei nicht vorführen lässt, finde ich, ist das auf alle Fälle eine legitime Sache, die man machen kann. Öffentlichkeitswirksam eher nicht. Also ich kann in vielem auf jeden Fall Frau Raffa erstmal zustimmen. Ich denke, aus der Perspektive von Gleichstellungsakteurinnen an Hochschulen muss man sagen, wir sind tatsächlich zum Teil Social Media mäßig nicht so kompetent, wie das zum Beispiel die Antonia Amadeus Stiftung ist. Das, was wir mitkriegen, ist aber, wo es auch so eine Verknüpfung gibt, dieses von wegen, wer will mit uns reden. Also Rechtskonservative sind häufig auch sehr redefreudig in Richtung Geschlechterpolitik, um dann aber in unendlichen Schleifen zu erklären, warum sie das eigentlich alles Quatsch finden. So, also das ist dann tatsächlich dann auch genau diese Frage von, wer ist mit im Raum? Also wer hört mit zu? Und da kommen sowohl dann, wenn Zuhörerinnen aber Argumente aufgreifen und ich diese Einschätzung habe, dann würde ich sagen, ja klar, dann reden. Aber weniger mit der Idee, irgendwen zu überzeugen, sondern mehr die anderen dritten, vierten Schweigenden mit zu überzeugen oder zumindest zu mobilisieren, auch etwas zu sagen. So, also mit der Idee dahinter auch. Also keinen schweigenden Raum zu produzieren, in dem Dinge einfach unwidersprochen stehen bleiben. Also das würde ich dann auch als Strategie damit auf jeden Fall rausgeben. Und von, wie soll ich das mal sagen? Also wir haben natürlich immer auch in der Funktion, die wir an den Hochschulen haben, ja auch einen bestimmten Auftrag. Also wir sollen uns ja auch auseinandersetzen. Ne? Wir können ja nicht einfach nur sagen, mit dir rede ich nicht. Oder weil wir haben ja eine Aufgabe, uns um Chancengleichheit zu kümmern. Das heißt, wir müssen politisch ernst nehmen, wir müssen auch politisch Respekt zollen. Und trotzdem geht es auch gerade, wenn wir etwas machen im Bereich Umgang mit Rechten, wenn wir Argumentationsstrategien üben, darum genau das zu unterscheiden, dann nicht in die Mühlen reinzugeraten, immer weiter sich ins Kleinste zu verfusseln und am Ende nur noch selber sich permanent verteidigen zu müssen. Also da auch immer abzuwägen. Aber klar, wir haben auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag geradezu und dem müssen wir auch gerecht werden und können nicht einfach sagen, okay, bloß weil du was sagst, was mir nicht gefällt, lasse ich dich jetzt mal, also ne, rede ich nicht mit dir. So, also das hat aber auch was mit diesem Graubereich zu tun, dass es nicht immer das Etikett sehr explizit ist, hier rechtsradikal oder rechtsextrem, sondern dass es häufig, deshalb bewusst auch der Begriff, also rechtskonservative oder rechtspopulistische Positionen sind. Und die sind ja geschmeidig Richtung Mitte. Und da finden viele das dann einfach nur ungehörig, wenn nicht geantwortet wird. So, also auch da nicht so leicht zu beantworten, aber abwägen. Und es braucht unwahrscheinlich viel Kompetenz und es braucht auch Rückendeckung. Das ist dann auch aus den Erfahrungen an den Hochschulen, da nicht alleine loszulaufen, sondern sich mit den Pressestellen, mit den Justizariaten zusammenzuschließen, zu gucken, welche Wissenschaftlerinnen gibt es, die vielleicht auch prominent sind, die damit an die Seite springen können, also welche Hochschulleitung sich mit positioniert. Auch das immer alles mit zu überlegen, bevor eine alleine da in den Kampf zieht. Danke. Ja, wenn ihr gerade eine Stille einsetzt, gehe ich da gerne mal mit einer Frage rein. Wir sind jetzt so langsam, glaube ich, auch später dann im Übergang zu den Fragen. Und da ich Herrn Ott jetzt auch gerne eine Frage hätte zukommen lassen wollen, können Sie es mit dem verbinden, was Sie ohnehin jetzt hätten sagen wollen. Es wird im Chat gefragt nach Verbindungen der Göttinger Studentenverbindung und extremer Rechter, ob Sie darüber etwas wissen. Aber Sie wollten was anderes sagen. Fangen Sie gerne damit an.
Ja, das kann ich gerne tun. Ich glaube, wenn wir über diese Frage mit Rechten reden, dann müssen wir, oder glaube ich, ist es wichtig, also genau, einmal vieles von dem, was Sie schon gesagt haben, das würde ich unterstützen, aber man könnte vielleicht auch nochmal in Bezug nehmen auf das Motto der Ringvorlesung, also das Zitat von Elie Wiesel, also der gesagt hat eben, dass Neutralität niemals immer nur dem Unterdrücker und nie dem Opfer hilft. Das würde ich in der Hinsicht deuten an dieser Stelle, dass es für uns als Zivilgesellschaft im weitesten Sinne wichtig ist, erstmal den Opfern zuzuhören und denen eine Stimme zu geben, beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, ihre Stimme öffentlich repräsentieren zu können, darstellen zu können. Und der andere Aspekt, der da eine Rolle spielt, ist, dass es viel mehr darum gehen sollte, die Kommunikationsstrategien der extremen Rechten offen zu legen, also über die Rechte zu reden, mit dem Ziel eben eine klare Kante sozusagen gegen rechts aufzubauen, also einen antifaschistischen Grundkonsens sozusagen, den wir in der Gesellschaft brauchen, der eben auch über totalitarismustheoretische Entwürfe sozusagen hinausgeht. Soweit dazu. Zur Frage nach der Verbindung von Göttinger Studenten, also Studentenverbindung und extreme Rechte. Ich glaube, dass da bewegen wir uns ja auch in einem Kontinuum, was auf der einen Seite beginnt damit, dass das natürlich in der Regel oder dass das zum großen Teil männerbündische Veranstaltungen sind. Das heißt also, dass dort ein grassierender Antifeminismus vorherrscht. Das wird auch zum Teil in Hochschulgruppen deutlich, also dass der RCDS beispielsweise Sticker drucken lassen hat, auf denen stand auch der RCDS gendert Studenten und Studerpel, also und dann so eine Ente daneben. Also da wird es dann quasi gezielt ins Lächerliche gezogen. Und es gibt aber natürlich auch immer wieder Verbindungen sozusagen in die organisierte extreme Rechte, also ganz prominent Lars Steinke beispielsweise gewesen, der Verbindungsstudent hier in Göttingen war und eben auch als rechter Organisator und Akteur immer wieder in Erscheinung getreten ist. Also es gibt diese Momente, wo das ganz offen zutage tritt, aber wahrscheinlich gibt es da ein viel höheres Dunkelfeld, was sich eben vor allem artikuliert in Antifeminismus und männerbündischem Verhalten. Eine weitere, auch ein bisschen in die in schon angesprochene Bereiche gehende, sehr interessante Frage aus dem F&A wäre die ein bisschen zu den Begriffen, nämlich was eigentlich sozusagen Ihrer Auffassung nach, also jetzt immer in die Runde gefragt, der Unterschied zwischen den Begriffen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus beziehungsweise extreme Rechte, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus ist. Und eine andere Frage, die da direkt anschließt, ob es immer von den Rechtsextremen zu reden nicht so ein bisschen dazu tendiert, die gesellschaftliche Mitte so ein bisschen aus dem Blick zu lassen, das Rechte sozusagen dann nur als Problem der anderen, eben der Rechten, der Nazis, wie auch immer, abzutun, anstatt den Blick darauf zu richten, wo das auch in der Mitte der Gesellschaft, wie Frau Tritt ja schon erwähnt hat, auftritt. Wenn kein anderer will, kann ich kurz. Also diese Begriffsklaubereien sind natürlich immer nur Hilfskonstrukte. Wir haben uns eben dazu entschieden, von Rechtsradikalismus Entschuldigung, zu sprechen, weil wir damit meinen, dass es eben was Vorgelagertes ist vor dem Rechtsextremismus, den wir jetzt ist auch ein Arbeitsbegriff, vollkommen klar, eher als die organisierten Akteure ansehen und den Rechtsradikalismus eben als eine politische Einstellung, Bewusstseinsform und deswegen so ein bisschen vorgelagert. Aber im Prinzip bezeichnet es natürlich das gleiche Phänomen und ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass mit der extremen Rechten, das hatte ich ja versucht, in dem Vortrag auch deutlich zu machen, dass genau das eben nicht passieren darf, dass man es sich zu einfach macht, wenn man eben sagt, das sind die, die von außen kommen, die man ganz klar eben davon abscheiden kann und mit diesem
Begriff Rechtsradikalismus, der auf diese Einstellung zielt, kann man das vielleicht ein bisschen auch vermeiden. Vielen Dank. Es gibt eine bzw. mehrere Fragen, die mit dem Sprachgebrauch im Vortrag und auch in unserem Gespräch zu tun haben. Das ist einmal die Richtung, die fragt, wenn man sagt, dass Anhänger von Verschwörungsideologien sich dem Rechtsextremismus zuwenden und in der Erläuterung sagt, dass es hier Verschwörungsanhänger seien, die sagen, dass Lobbyismus zu viel Einfluss auf politische Entscheidungen hat und man diese Einschätzung dann auf Rechtsradikalismus hin projiziert, ist das dann nicht doch ein bisschen zu weitgehend oder im Chat wird klar gefragt, treibt man damit die Menschen nicht erst in die Arme der Rechten, wenn man Einschätzungen, die eben auch in der Mitte der Gesellschaft geäußert werden können, als verschwörungsideologisch kennzeichnet und damit zusammenhängt auch der Sprachgebrauch, Beispiel Gender-Sternchen. Wir haben vitale gesellschaftliche Diskussionen in diesem Feld und tut man sich nicht das Gegenteil eines Gefallens, wenn man diese Thematisierungen bereits in eine bestimmte politische Ecke einreiht. Beides Fragen wahrscheinlich nach dieser Frage, wenn Positionen so etikettiert werden, bewirkt das nicht das Gegenteil von dem, was man damit tun möchte? Frau Raffel, ja. Gut, dann habe ich total Lust, mit dem Anfang anzufangen, also mit den Verschwörungsideologien und der Frage, die sozusagen da drin steckt. Tatsächlich ist es ja bei jeder Verschwörungshypothese, mit der ja sozusagen das Reden über eine Verschwörung anfängt, so, dass man natürlich davon ausgehen muss, dass es natürlich Verschwörungen in der Welt gibt und dass es eben insofern auch sinnvoll ist, nachzuprüfen, wenn man den Verdacht hat, dass so etwas existiert, ob das existiert. Das ist soweit, wie gesagt, auch völlig normal, es ist Teil des demokratischen Prozesses. Das führt zu dieser interessanten Frage, die Sie, glaube ich, eigentlich meinen, nämlich dieser Frage, wo ist eigentlich diese Grenze zwischen dem, was sozusagen eine legitime Kritik ist oder eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der Weg in die Verschwörungsideologie. Also wann bewegt man sich sozusagen raus aus einem zumindest mit überprüfbaren Fakten besetzten Kontext und wann begebe ich mich daraus vielleicht sogar noch in die rechtsextreme Szene? Und es stimmt natürlich auch, dass nicht alles, was auf Demonstrationen aktuell gesagt wird oder sonst was rechtsextrem ist, aber doch sehr viele von diesen Erzählungen, die eben nicht mehr durch Fakten zu korrigieren sind, also die diesen Hypothesenbereich verlassen, sondern eben wirklich in den Bereich von Verschwörungserzählungen gehen. Also wenn ich keine Quellen mehr gelten lasse, wenn ich glaube, dass es wirklich ein großes Komplott von wie auch immer definierten finsteren Mächten gibt, irgendwie, die sowohl Medien als auch Politik als auch Wissenschaft als auch alles andere Erfahrungslernen von Menschen oder sowas umfasst und gar keine Beweise mehr zukommen lässt, dann habe ich natürlich diesen Bereich verlassen, in dem ich sozusagen auch noch in der Lage bin, mich umstimmen zu lassen. Und wir sehen halt, dass gerade irgendwie bei den ganzen Corona-Maßnahmen leugnenden oder kritisierenden Demonstrationen genau dieser feine Grat halt sehr oft überschritten wird. Also dass man eben nicht mehr in dem Bereich ist, wo man denkt, ich kritisiere einzelne Maßnahmen der Regierung oder ich stelle Lobbyismus in Frage, irgendwie in wie viel Einfluss er auf die Politik nimmt, ob ich genug darüber erfahre oder ähnliches, sondern ich begebe mich halt in einen Bereich, wo meine Erklärungsmuster für das, was ich dort sehe, eher halt tatsächlich zum Beispiel in sehr klassischem Antisemitismus fußen. Wenn ich also der Meinung bin, dass es eine kleine Elite gibt, die sich verschworen hat, um Kinderblut zu trinken und die Welt zu unterdrücken und die Völker in Anführungsstrichen auszutauschen, damit sie gegen leichter regierbare Völker im großen Austausch vertauscht werden, um sozusagen gegen das imaginierte deutsche Volk dieser Menschen irgendwie zu hetzen, dann bin ich halt nicht mehr auf dem Boden von einer Diskussion, die man mit Tatsachen oder ähnlichen Dingen zu tun hat, sondern dann habe ich mich halt eben in die Welt von Verschwörungsideologien begeben. Und diese Grenze, glaube ich auch, sollten wir auf alle Fälle immer sehr genau ziehen. Und insofern auch zum Beispiel mit allen Menschen, die bereit sind, über Themen eben auch zu sprechen, auch diesen Dialog unbedingt weiterzuführen, weil wir eben schon beim Reden waren. Aber wenn ich mich sozusagen in eine wahnhafte Wirklichkeit begebe, wo ich nur noch Menschen glaube, die auf Telegram irgendwie mir Videos zeigen, in denen sie eine Schale hochhalten und glauben, die haben mehr Kompetenz als Menschen, die zum Beispiel seit Jahren dazu forschen oder eben mit Fakten und Belegen arbeiten, dann habe ich halt eben ein grundlegendes Problem, das man, glaube ich, auch so ansprechen muss.
Vielen Dank. Den Genderstern, den gebe ich gerne mal weiter. Aber Menschen, die dazu forschen, war ein Stichwort zur Wortmeldung von Frau Trittel. Ja, ich wollte nichts zum Genderstern sagen. Ich wollte nur, also damit ich nicht missverstanden wurde in meinem Vortrag, da ging es darum, dass die quantitative Erhebung eben gezeigt hat, oh, jeder vierte Niedersachs glaubt an Verschwörungstheorien, weil er bei 3 Items in dieser Umfrage gesagt hat, also ich glaube, der Staat überwacht mich und alles hängt irgendwie zusammen. Und das ist das Interessante, wenn man dann eben in diesen Fokusgruppen, in den Gruppendiskussionen mit den Leuten spricht, stellt man eben ganz schnell fest, dass da nicht dieser klassische, wie Sie es jetzt angesprochen haben, mehr Verschwörungsglaube dahinter steckt, sondern oftmals eben eine, ich sag mal, schlichte Lobbykritik gemeint wurde, die natürlich auch von links kommen kann. Ne? Deswegen also möchte ich es nochmal klarstellen, dass ich jetzt mit diesem einen Parameter nicht sagen wollte, wer Verschwörungsglauben irgendwie propagiert, automatisch rechtsradikal ist. Das sollte ja gerade zeigen, dass es eben in der Mitte der Gesellschaft ist und dass man das mit so reinen, ja, Statistiken, mit Telefonumfragen ganz schwer abfragen kann, was dann wirklich eigentlich dahinter steht. Ja. Bitte, bleibt noch der Genderstar, ne? Genau. Jetzt machen wir den auch noch. Genau. Also ich verstehe an der Frage natürlich, und das, so wollte ich auch nicht missverstanden werden, dass es, dass wir nicht bei jeglicher Form von kritischer Auseinandersetzung oder auch kontroverser Debatte über die Frage, wie kann denn eine geschlechtergerechte Sprache aussehen, sofort, wenn da Positionen vertreten werden, die meinetwegen sagen, also mit so einem Genderstar kann ich gar nichts anfangen, sofort den Stempel drauf machen würden, ah, das ist jetzt hier rechts, keine Ahnung, rechtspopulistisch bis gar rechtsextrem. So wollte ich nicht verstanden werden. Wir kamen von der anderen Seite, das ist das eine. Also wir kamen vom Thema Anschlussstellen. Also wo können rechtsextreme bis rechtskonservative, rechtspopulistische Positionen, stark auch vertreten in der AfD, wie können die gut andocken an das, was irgendwie als Mitte von Gesellschaft bezeichnet wird? Wie kommen die da rein? Mit welchen Themen? Und eines der Themen ist das Thema Sprache. Das ist so rum bin ich da erstmal rangekommen. Es ist wahrlich überhaupt nicht das Einzige. Ne? Also Homophobie, Unbehagen gegenüber Geschlechtervielfalt, Trans- und Inter-Auseinandersetzungen sicherlich auch ein anderes Thema, wo was Ähnliches passiert. Das ist das eine, was mir wichtig war zu sagen. Das andere ist, wenn wir trotzdem auf die Debatte gehen zum Thema geschlechtergerechte Sprache, dann gibt es sehr unterschiedliche Formen von Auseinandersetzungen. Sind wir in der Lage, mit unserem jeweiligen Gegenüber zu sowas zu kommen, wie, lass uns doch mal über die Zielsetzung sprechen. Worüber reden wir gerade? Haben wir ein ähnliches Ziel, dass wir sagen, Sprache soll alle gleichermaßen repräsentieren? Und Sprache ist an sich was Bewegliches. Akzeptieren wir das? Haben wir das als Grundlage? Oder gehen wir da schon auseinander? Dann fängt es schon an, schwieriger zu werden. Können wir wirklich auch Argumentationen austauschen? Hören wir uns zu? Oder geht es total schnell um Polarisierung? Oder auch, gibt es so etwas wie eine Bereitschaft zum Anknüpfen oder zum Umgang mit vorhandenem Wissen, mit Forschung? Ne? Also auch die Anerkennung von Wissenschaft, das tauchte ja eben auch in ganz anderen Feldern schon auf in den Argumentationen. Und das kann dann spürbar werden in einer Debatte, wo ein Mensch merkt, okay, es ist jetzt wirklich nur eine Frage von, wie machen wir es? Oder ist es eine Frage von, eigentlich ist das alles irgendwie Gaga. Und dann kommen bestimmte Begriffe, die müssen nicht kommen. Es ist nicht wie ein Eintrittstor, aber sie sind natürlich entlarvend. Wenn sowas kommt wie Gender-Ideologie, Gender-Wahn, dann kann ich, wie auch immer, relativ sicher davon ausgehen, dass da mehr hintersteckt. Auch das ist nicht sofort ein Stempelchen und eine Schublade, aber es macht natürlich deutlich, dass da nochmal auch was in dem Prozess passiert, dass da auch zumindest Texte oder Diskurse aufgenommen werden und reproduziert werden, die ich zumindest eher als rechtspopulistisch bezeichnen würde, auch da immer mit aller Vorsicht. Wenn ich was anderes, was sich redlich bemüht, um Gerechtigkeit als Ideologie abkanzeln und mich selber damit auf eine neutrale Position stelle, ist das schon auch eine typische, würde ich mal sagen, rechte Diskursstrategie. Trotzdem ist nicht jeder und jede, die benutzt, quasi automatisch rechts so. Also das vielleicht erstmal so dazu. Aber wir brauchen die Auseinandersetzung. Und wir müssen auch genau sehen, was mit dem Thema gemacht wird, sag ich mal. Da wäre ich immer sehr, sehr hellhörig. Vielen Dank, Frau Niehoff. Ich schaue jetzt ein kleines bisschen auf die Uhr. Das ist auch meine Aufgabe. Ich würde vorschlagen, Herr Ott, dass Sie hatten sich gemeldet, Sie noch sagen, was Sie gerne sagen möchten. Und wir dann noch auswählen 2 Fragen aus dem Chat. Herr Kirk stellt noch eine und ich stelle noch eine, weil wir dann auch zum Ende kommen müssen, weil wir eine begrenzte Zeit haben. Herr Ott, bitte.
Ich wollte zwar beim Thema Sprache bleiben, aber nochmal zum Verhältnis Linksradikalismus, Rechtsradikalismus, extreme Rechte zurückspringen. Ich habe das immer ein bisschen, also eher so verstanden, dass eben der Radikalismus oder dieser Radikalismusbegriff ja eher auf dieses Radikale abhebt und eben damit eher den extremismustheoretischen Zugriff wählt und eben das Radikale, und das gibt es dann halt irgendwie rechts und links und religiös, in den Vordergrund stellt, während eben der Begriff der extremen Rechten sozusagen auf rechte Einstellungsmuster konkret abhebt, also auf rassistische und autoritäre Gesellschaftsvorstellungen beispielsweise. Und das würde ja dann sozusagen dort nicht so sehr erfasst werden. Aber also genau, das wollte ich noch ergänzen. Gut, dann würde ich, wie er vorgeschlagen hat, gleich mal mit meiner letzten Frage gewissermaßen, beziehungsweise meiner letzten ausgewählten Frage reingehen. Ist ganz einfach, wenn eine ganze Menge interessante Fragen noch sind. Aber eine, die ich besonders, besonders spannend halte, wäre, welche Rolle denn eine Relativierung rechter Gewalt von oben in Anführungsstrichen, also von staatlicher, polizeilicher Seite und so weiter, spielt. Das ist ja durchaus schon öfter vorgekommen, dass zum Beispiel Recherchen von Zeitschriften und Zeitungen rausbekommen haben, dass die Fallzahlen rechter Gewalt teilweise ziemlich deutlich über der offiziellen Statistik liegen. Und es wäre, glaube ich, eine interessante Frage auch in die Runde gestellt, was denn das für eine Relevanz hat, auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung und den gesellschaftlichen Umgang mit der extremen Rechten und rechter Gewalt. Ich kann gerne anfangen. Ich glaube, das hat auf verschiedener Ebene eine sehr, sehr große Wirkung tatsächlich, wie gerade sozusagen auch von der Öffentlichkeit, von der medialen Öffentlichkeit oder von der politischen Warte aus sozusagen diese Gewalt wahrgenommen wird oder auch nicht. Nämlich zum einen auf der Seite der Opfer. Also das ist natürlich einfach nochmal eine Verstetigung dieser erlebten Herabwürdigung und Qual und Gewalterfahrung eben ist, wenn die nicht mal anerkannt wird, irgendwie, wenn also sozusagen unterstellt wird, es wäre nur ein unpolitischer Streit zwischen Jugendlichen oder etwas, was man nicht mal groß aufnehmen muss, ist das auf alle Fälle für das Opfer eine erneute Traumatisierung, wenn sie das nochmal mit durchleben müssen. Also schon unter dem Aspekt wäre es sehr viel sinnvoller, sich damit auseinanderzusetzen, auch natürlich, um ein gesellschaftliches Bild der Lage insgesamt auch realistisch zu zeichnen, weil nur dadurch, dass sich zum Beispiel Todesopfer rechtsextremer Gewalt, wo die Diskrepanz ja besonders groß ist zwischen denen, die wir kennen und denen, die offiziell anerkannt sind, dass man damit ja die Situation nicht besser macht, wenn man einfach die Augen zumacht und so tut, als wären es halt weniger Todesfälle, die aus rechtsextremer und rassistischer Ideologie eben begangen worden sind. Wenn wir als Gesellschaft mit diesen Problemen umgehen wollen, müssen wir da auch schon hinsehen. Also insofern auch da ist es wichtig. Aber ich finde einen dritten Aspekt auch noch ganz interessant und relevant, nämlich, dass wenn man sich anschaut, wenn wir beim Gegenstrategienbereich sind, was funktioniert sozusagen auch in lokalen Zusammenhängen irgendwie, wenn es darum geht, können wir diese gesellschaftlichen Grenzen halten? Können wir sozusagen eben zum Beispiel Positionen, wie sie jetzt von der AfD vertreten werden, noch klar außerhalb eines gemeinsamen gesellschaftlichen Konsenses halten, selbst wenn, wie Frau Trittel ja deutlich gezeigt hat, irgendwie eigentlich schon ein paar Grundlagen da sind, dass man auch zu einer Zustimmung kommen könnte, dass man nicht dazu kommt, liegt ja auch daran, dass ich eben zum Beispiel vielleicht mir die gesellschaftlichen Normen in meiner Umgebung angucke und denke, genau wie ausgeführt irgendwie, ach, das sind vielleicht doch eher die Unruhestifter, die nicht angesehen sind und deswegen möchte ich mich nicht auf deren Seite stellen. Sowas ist halt enorm wichtig und das funktioniert halt sehr gut, wenn in lokalen Kontexten relevante, prominente Persönlichkeiten sich entsprechend positionieren. Also das heißt, Politiker und Politikerinnen spielen eine große Rolle, aber auch zum Beispiel sowas wie große Unternehmen, die vor Ort beispielsweise ein zentraler Akteur in der Lokalpolitik eben auch sind oder in der gesellschaftlichen Gestaltung. Wenn die dann anfangen, sich zum Beispiel auch gegen Rassismus zu positionieren oder eben auch rechtsextreme Gewalt zu verurteilen, hat das natürlich einen großen Effekt. Und genau deshalb müssen wir, glaube ich, auch immer darauf drängen, dass es nicht nur irgendwie Zivilgesellschaften, Aktivisten vor Ort sehen und darüber berichten, sondern dass es eben auch in den gesamtgesellschaftlichen Kontext eben wahrgenommen und eingepflegt wird. Vielen Dank. Dann
komme ich oder habe die Freude, die letzte Frage stellen zu dürfen aus der F&A-Funktion, aus dem Chat. Und die geht dann zurück an Frau Trittel, die angestiegen ist mit dem Vortrag in das Thema. Und hier haben wir die Frage mit Dank für den sehr interessanten Vortrag. Sie erklären die Anschlussfähigkeit der AfD an die Mehrheitsgesellschaft aus deren Mentalität heraus. Nun erlebt man ja bei den Anti-Corona-Demos einen Schulterschluss von Rechtsradikalen und Angehörigen auch des grünen alternativen Milieus, jeweils so weit, dass sie ohne zu zögern mit Rechtsradikalen demonstrieren. Wie, so die Frage an Sie, würden Sie das erklären? Die Frage hatte ich befürchtet. Also ich habe zu den Corona-Protesten nicht geforscht und es kommen natürlich wahnsinnig viele Anfragen dazu und es ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, aber das sind jetzt keine eigenen Forschungen, sondern nur, dass ich referiere, was ich gelesen habe. Es gibt ja erste Studien, die sagen, dass die Teilnehmer der Corona-Proteste Menschen sind, die mal links in Anführungsstrichen gestartet sind und jetzt so ein bisschen nach rechts dann überdriften. Ich könnte mir vorstellen, also so eine klassische Schnittmenge ist ja immer das Thema Umwelt oder Umweltschutz und Heimatschutz. Das ist traditionell ein Thema, was Konservative oder auch Rechtsradikale mit Grünen, also jetzt alles sehr pauschal gesprochen, teilen könnten. Und ich glaube, dass also jetzt aus der Protestforschungsperspektive immer, man teilt ja nie alles gemeinsam, wofür jede einzelne Gruppe steht, sondern es gibt ein Movens, das ist stark genug, dass ich auf die Straße gehe und das ist bei diesen Protesten offensichtlich die Frustration über die derzeitige Politik, über den Zustand der Demokratie, darüber, dass man sich, schlecht regiert oder nicht gehört fühlt. Und dafür nimmt man in Kauf, mit anderen Gruppen sich dort zusammenzuschließen, weil es eine ausschlaggebende Komponente gibt. Diese Diskussion, natürlich nicht so wie jetzt, möchte ich nicht vergleichen, gab es ja anfangs auch bei Pegida, also die vermeintlich Bürgerlichen, grenzen sie sich ab, grenzen sie sich nicht ab, wer läuft da eigentlich rum? Und am Schluss ist ja der radikale Kern übergeblieben. Das wäre meine Behelfskonstruktion, so wie ich es mir erklären würde, aber eine gute, bessere Erklärung habe ich auch nicht. Das ist kein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Wir hatten einen spannenden Vortrag, wir hatten ein spannendes Plenum. Jetzt braucht es kein gutes Schlusswort, denn es ist noch nichts abgeschlossen, die Diskussion geht weiter. Alle müssen weiter daran arbeiten, alle müssen weiter thematisieren. Und die Frage, die im Chat noch war, ist nicht auch das Problem die schweigende Mitte der Gesellschaft? Ich glaube, hier haben wir mit der Vorlesung insgesamt und Sie insbesondere heute einen ersten Weg dahin getan, dass auch aus der Mitte noch mehr zu hören ist. Man hört schon ganz schön viel aus der Mitte. Aber dazu haben Sie heute sehr beigetragen. Dafür ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's für heute. Heute ist auch viel Sprache angesprochen worden. Dazu in der nächsten Woche mehr. Bis dahin machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss.